Schatz, ich höre das nicht mehr. Schatz? Ja, voll Spaß. Das ist die neue Decke, die ich gekauft habe. Die ist richtig riesig. Alex sagt, die ist zu groß. Aber im Winter können alle mit kuscheln. Und die hat auch Spaß. Die kann man nicht alleine falten. Was? Die kann man nicht falten? Die kannst du nicht alleine falten. Die ist so groß. Na klar kann man die alleine falten. Soll ich dir das zeigen? So, man nimmt die Enden. Dann macht man so. Na, da unten ist nicht gefaltet, ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen, siehst du? Aber die Kinder lieben die Dicke, das ist schon mal gut. Und am liebsten mit die dahin. Ne? Hi zusammen, einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute, also in gut einer Stunde, wird der ganze Trödel komplett abgeholt. Wir haben jemanden gefunden. Und es lief jetzt alles reibungslos. Die Dame war so nett und hat uns schon die Hälfte vorher überwiesen per PayPal. So könnten wir uns auch zu 100% sicher sein, dass die Sachen abgeholt werden. Und jetzt gleich kommen die mit 3 Autos angefahren, weil es halt sehr viel ist. Und ich gebe euch jetzt einmal noch einen kurzen Einblick in den Keller, wie es vorher aussieht und wie es danach aussieht. Der Alex macht Wäsche. Genau. Handtücher falten. Ist das bequem, Pauline? Oh, richtig am Kuscheln. Sieht süß aus. Wir gehen jetzt mal in den Keller. Dann kann ich den Müll auch direkt mit runternehmen. Die Eisenbahn. Soll ich die anderen Handtücher auch hochgeben? Ja, die Wäschekörbe wollte ich jetzt auch falten. Okay, dann bringe ich das gleich Alex hoch. Hier ist ein ganzer Karton mit Tüten. Hier ist Trödel, hier geht's schon los. Das wird jetzt alles abgeholt. Das ist so viel. Das sieht nicht viel aus, aber dahinter ist auch noch so viel. Da haben wir einen Tippi und die Stehlampe, einen Stuhl von Ikea, komplett viele Baby- und Kinderkleidung, Schlitten, unsere Decke, ein Ikea-Sofakissen, da hinten ganz viel Kleidung, Spielzeug, der Teppich von Frieda, der ist auch wunderschön, Hüfttier. Ich muss gucken, wie viel ich heute filmen kann. Denn heute ist ein ganz besonderer Tag. Die Philly wird heute 1 Jahr alt. Ja, ist 1 Jahr geworden. Ich glaube, um die Uhrzeit war sie da schon geboren. Das ist einfach warm. Und die Linda feiert natürlich den besonderen Tag. Wir sind auch eingeladen. Es wird heute richtig heiß werden und gewittern. Aber irgendwie überstehen wir den Tag schon. Es wird wunderschön. Da werde ich euch natürlich nicht mitnehmen. Da kommt Familie etc. Deswegen müssen wir schauen. Ich denke, dann werde ich heute Abend noch weiter filmen. Pauline, vorsichtig, mach's aua. Lieblingsbeschäftigung oh, von Pauline hier rumzuschieben. Langsam, stopp. Du fällst gleich hin. Du machst aua. So, ich habe jetzt noch ein bisschen Trödel zusammengesucht, der wird hier gleich abgeholt. Draußen war noch einiges an Spielzeug, was wir alles nicht mitnehmen können. Dann haben wir noch einen Teppich aus dem Flur aussortiert. Den brauchen wir auch nicht. Wir haben eine Fußbodenheizung, noch ein bisschen Baby- und Kinderkleidung. Hier so ein Mikado und außen ein Spielzeug, Gummistiefel. Ich glaube, die sind jetzt auch da. Dann habe ich noch 2 Puzzles. Wunderschöne Holzpuzzle, aber leider sind die nicht mehr vollständig. Ich wollte jetzt einfach fragen, ob sie die haben möchte. Und wenn nicht, dann werde ich die noch spenden. Das ist ja nicht so schlimm, wenn ein Teil fehlt. Wäre zu schade zum Wegschmeißen, finde ich. Ich gucke jetzt mal. Ich glaube, da ist jemand gekommen. Sehr gut, mit einem dicken Body. Also mit 3 Autos kommen die Leute. Ja, ich freue mich, dass alles weg ist. Und ich zeige euch gleich das Ergebnis. So, wir sind komplett nass geschwitzt. So, weil Alex dürfte nicht sehen, er ist komplett das graue T-Shirt, ist dunkelgrau. So. Wir haben alle mit angepackt, Frieda ist Gott sei Dank schlafen gegangen. Ich zeige euch jetzt mal den Keller, es tut unheimlich gut, oder? Ich bin 2-mal durchgegangen und ich dachte, okay, das nehmen wir mit, wir nehmen alles mit. Also was jetzt da ist, nehmen wir mit. Genau. Das ist gut. Ja. Oh, Schatzi. Ach, alles gut. Ich glaube, das ist ganz natürlich, wenn man schwitzt bei so einem Wetter und so einem Schleppen. Oh. Hey! Ja, wie ein Keller halt aussieht, wenn er leergeräumt ist. Hier muss man unbedingt saugen. Ja, das ist Müll. Da fällt unsere Wäsche mal rein.
Die ganzen Sachen können wir jetzt in Ruhe abbauen. Die kommen auch alle mit für den Keller, auch das Regal. Die Silberfolie, das nimmt, glaube ich, mein Vater noch mit, ne? Das können wir wegschmeißen. Okay. Das ist Trittschutz. Ach, Trittschutz, okay. Laminat, das bleibt hier drin, falls die Mieter das weiße Laminat oben austauschen wollen. Das ist von Kellertreppe. Und das wurde nicht mitgenommen. Das ist die Babyschale mit zwei Isobase-Stationen. Werden wir noch einzeln verkaufen, weil die einfach viel zu teuer war. Geschafft! Ich bin so glücklich, dass wir das hinter uns haben, Leute. Alex steht nackig im Waschbecken. Ich schlafe hier gleich. Boah, es ist hier warm durch den Trockner. Mensch, Mensch, Mensch. Das nehmen wir alles mit. Wir machen uns jetzt auch tatsächlich fertig für den Geburtstag von Philipp. Gehen duschen, starten dann los. Und deswegen würde ich sagen, melde ich mich morgen wieder oder heute Abend. Einen wunderschönen guten Abend, meine Lieben. Wir sind wieder zurück von Philis ersten Geburtstag. Es war wunderschön. Der Alex, der wässert mal wieder seinen Rasen. Ich habe gerade Wäsche abgehangen. Hier, ich habe das auch alles jetzt hier zusammengelegt, da es richtig, richtig stürmisch ist. Ich glaube, es wird gleich richtig anfangen zu gewittern. Das habe ich jetzt gerade schon zusammengelegt. Ich freue mich auf das Gewitter, ja. Es ist einfach viel zu warm. Es kühlt sich hoffentlich mal langsam ab. Genau, die Wäsche lege ich jetzt erstmal zur Seite. Bevor so viele fragen, was das für eine Kette ist, die ich trage, die werde ich jetzt nämlich immer in meinen Videos umbehalten. Die Fidi ist ja ein Jahr geworden und wir ziehen ja nach Berlin, das wisst ihr ja. Und wir lassen halt unsere bessere Hälfte hier. Und ja, es fällt mir immer noch nicht so einfach, darüber zu sprechen. Ich will auch noch nicht sentimental werden. Wir sehen uns Mittwoch noch und verabschieden uns dann alle. Auf jeden Fall habe ich Fili auch ein Goldkettchen geschenkt. Natürlich kürzer, dass sie es jetzt auch schon tragen kann. Und der Juwelier meinte, das kann sie so bis zum 5., 6. Lebensjahr noch tragen von der Länge. Und ich weiß, dass sie ein Baby ist und dass sie es wahrscheinlich gar nicht tragen kann die erste Zeit, weil sie immer dann rumreißen wird. Und deswegen habe ich auch zu Linda gesagt, dass sie gerne den Anhänger halt benutzen darf. Ich finde das einfach schön, wenn man dann in den Spiegel guckt und man sieht diesen Anhänger und die kleine Maus hat den Anhänger oder die beste Freundin. Und das ist doch irgendwie total schön. Für mich hat das eine riesengroße Bedeutung, diese Kette. Alex findet das auch schön. Wunderschön. Wunderschön. Klar, wir werden uns immer an die Familie erinnern, aber für uns so... Es ist halt einfach total, wie sagt man das? Es ist ein emotionaler Wert, den die Kette mit sich bringt. So. Frieda sitzt vor der Schaukel und schlägt sich gleich das Ding ins Gesicht. Langsam. Hast du die guten Oliven schon gezeigt? Wir haben Oliven da dran. Das ist dein Ernst? Letztes Jahr? Mindestens dreimal die Woche, dass wir Oliven haben. Mich interessiert der Olivenbau ja, nicht so sehr. Guckt mal. Hallo. Wir haben echte Oliven dran. Richtig viele, wenn du genau guckst. Ja, hast du gut gemacht. Aber wir müssen den mal so ein bisschen in Form schneiden. Nein. Alex will den ja so lassen. Also Pflanzen ist Alex eins, ne? Da darf ich ja nicht dran. Irgendwann, wenn die Äste richtig dick werden, dann kann man den vielleicht mal in Form schneiden, aber so. Alex will den richtig groß werden lassen. Hier wird auf dem Rasen gewickelt. Besser geht's nicht. Genau, ja. Wir gehen jetzt noch mit den Mädels baden. Und dann geht's auch schon ins Bett. Ich melde mich morgen wieder bei euch und würde sagen, gute Nacht. Voll der Knalle, ich sehe aus. Leute, es ist 4 Uhr, ich habe gerade wieder gefüttert. Und dann habe ich richtig komische Geräusche von draußen gehört. War es so warm, ich bin so verschwitzt, aber egal. Es hört sich an, als ob jemand irgendwas aufsiegt. Ich muss jetzt gucken. Ich habe es gehört, als ich eben die Frieda gefüttert habe. Vielleicht könnt ihr das auch hören. Ich bin nicht blöd. Ob da irgendjemand was aufsägen will mit einer Handsäge oder so. Alex geht jetzt gucken. Sie ist verrückt um 4 Uhr nachts, Mann. Geh mal gucken. Wir haben hier hinten im Garten so Fahrradboxen, ne? Ob da jemand das Schloss versucht aufzumachen. Ich glaube nicht, dass es so lange dann das sägt. Was ist das? Nichts Besseres zu tun. Oh, ist jetzt so bescheuert. Eigentlich kann auch nichts passieren. Wir haben Alarmanlage. Aber draußen im Garten kann ja immer jemand was klauen. Alex geht dem Geräusch jetzt nach.
Ich höre das nicht mehr. Schatz, ich höre das nicht mehr. Schatz? Gott. Und? Das ist doch kein Igel. Klar. Hast du was echt? Ich hab aufgehört zu atmen, als ich da reingeleuchtet bin. Ist da im Busch bei den Nachbarn? Das ist doch kein Igel. Der macht richtig so. Ach, irgendwie ein Tier. Vielleicht haben die gerade eine heiße Nacht und bestimmt. Ich hab auch eine heiße Nacht, die sind so am Schwitzen, ey. Ach, das ist echt eigenartig, das ist echt laut. Richtig laut, wirklich, ja. Als ob jemand da rumzieht. Weißt du, was? Ich hab gerade aufgehört, als sie ein bisschen gestört von mir. Gefühlt. Oder die Igelchen. Oder die Igelchen. Oh, sorry. Was für ein. So was passiert, weißt du, vor dem Umzug, wenn man keinen Schlaf kriegt, weil es so warm ist. Das habe ich alles voll geweckt. Ja. Aber Frieda hat ihre Flasche bekommen. Seitdem mir das Auto einmal eingebrochen wurde, bin ich ganz hellhörig. Und dann sitze ich da, ne? Bei Frieda gefüttert sitzt sie auf dem Stuhl und hört dieses Geräusch die ganze Zeit. Und denkt mir so: oh, krass, gerade werden deine Fahrräder oder so geklaut. Noch 2 Stunden, dann wird wahrscheinlich Pauline wach. Ja, das war jetzt ein bisschen Action heute. Ciao. Guten Morgen. Wie sehe ich aus? Alex hat mir gerade die Kapuze übergezogen. Wir wollen jetzt frühstücken. Heute Nacht war es sehr spannend hier. Ich habe tatsächlich auch noch gegoogelt wegen den Igeln und tatsächlich hören sich Igel so im Geschlechtsverkehr an. Unglaublich. Und der Akt geht ganze 30 Minuten. Somit hat das auch so lange gedauert. Kinder spielen sind auch schon wach. Ne, sag mal hi, Frieda. Guten Morgen. Alex ärgert mich schon den ganzen Tag. Bäh. Kaffee. Normalerweise trinke ich ja immer richtigen Kaffee. Mit Wasser zum Zensieren, ey. Du bist so gemein. Alex hat jetzt das Zensieren kennengelernt. Oh, hör auf. Hallo, ich bin Papa. Ich trinke zurzeit immer total gerne diesen hier. Den habe ich in der Schwangerschaft immer getrunken. Nein, ich bin nicht schwanger. Der Elefant, der muss auch noch einwickeln in Polsterfolie, weil der kriegt schnell Dellen. Der bricht, glaube ich, sobald er einen Druck kriegt. Mhm. Also, wenn du heute müde bist, ne? Da war der Igel schon. Denken. Und dann mache ich gestern dieses YouTube-Video, alles war 1:1 das gleiche Geräusch. Als ob jemand mir das aufsingt. Ich habe dir den allerersten Igel gezeigt. Weißt du noch? Ja. Und ich habe Alex das erste Mal ein Glühwürmchen gezeigt in seinem Leben. Ja. In Italien, Urlaub. Wir profitieren voneinander. Genau. Willst du Kaffee, Schatz? Was ja, für eine Frage. Klein, groß? Kaffee. Banana. Lecker, lecker.